Zum Auftakt des 8. Spieltags der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt am Freitagabend Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel heute im TV oder Livestream sehen könnt. Die Fortuna liegt den Frankfurtern. 25 der 51 direkten Duelle konnte die Eintracht für sich entscheiden. Lediglich 11 Mal ging Düsseldorf als Sieger vom Platz. Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream sehen. Das Freitagsspiel am 8. Spieltag der Bundesliga ist für 20.30 Uhr angesetzt. Gespielt wird in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Die Begegnung zwischen der Eintracht und der Fortuna kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Für die Freitagsspiele hat sich Eurosport die Rechte gesichert und somit überträgt Eurosport auch dieses Spiel im TV. Wer Kunde ist, kann sich das Match auch im Livestream ansehen. Hier geht es zum Eurosport Player. Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf heute live. Live-Dickere könnt die Partie nicht live verfolgen, faut aber trotzdem nichts verpassen? Spock schafft Abhilfe und bietet euch einen Live-Ticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Hier geht's zum Live-Ticker. SGE vs. Düsseldorf. Highlights vom Freitagsspiel. Wer trotz Live-Ticker aber nicht auf Bildmaterial verzichten will, muss lediglich bis 23 Uhr warten. Der Streamingdienst DAZN hat die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff online. Hole dir jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Außerdem hat Spox die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga. Diese sind in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0.01 Uhr verfügbar. Eintracht vs. Fortuna heute live. Ausgangslage: Die Länderspielpause hat den Frankfurter Lauf unterbrochen. Die jüngsten 3 Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen. Daran soll gegen Düsseldorf angeknüpft werden. 4-mal das Punktemaximum in Folge gab es für die SGE zuletzt im Jahr 2012 unter dem damaligen Trainer Armin Fee. Bei der Fortuna geht der Trend dagegen in die andere Richtung. Nach 3 Pleiten in Folge ist die Truppe von Friedhelm Funkel auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Außerdem ist Düsseldorf enorm auswärtsschwach. Seit saisonübergreifend 17 Begegnungen wartet die Fortuna auf einen Bundesliga-Auswärtssieg, zuletzt 2:0 in Fürth im Jahr 2012. Bundesliga-Tabelle nach 7 Spieltagen Platz DIMSP. Tore Div. 1. Borussia Dortmund 723:815.172, RB Leipzig 716:97.143, Borussia Mönchengladbach 715:96.144, Werder Bremen 713:085.145, Hertha BSC 712:75.146, Bayern München 712:84.137, Eintracht Frankfurt 712:111.108.1. FSV Mainz 0574/4099, Wolfsburg 710:11/1910, FC Augsburg 714:131.811, SC Freiburg 79:13-4812.1. FC Nürnberg 77:16/9813, TSG Hoffenheim 711:12/1714, Bayer Leverkusen 77:13/6715, Schalke 04/75/9-4616, Hannover 9678/14/6517, Fortuna Düsseldorf 75:11/6518, VfB Stuttgart 76:13-75, Bundesliga, 8. Spieltag. Im Überblick: Im 8. Spieltag feiert Markus Weinzierl sein Debüt als Coach des VfB Stuttgart. Zum Auftakt ist niemand Geringeres als der Tabellenführer bei den Schwaben zu Gast. Die Partie gegen den BVB wird um 15.30 Uhr am Samstag angepfiffen.
Freitag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Freitag 20.30 Uhr Frankfurt Düsseldorf Samstag 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Bayern Samstag 15.30 Uhr Leverkusen Hannover Samstag 15.30 Uhr Stuttgart Dortmund Samstag 15.30 Uhr Nürnberg Hoffenheim Samstag 15.30 Uhr Augsburg Gladbach Samstag 18.30 Uhr Schalke Werder Bremen Sonntag 15.30 Uhr Hertha Freiburg Sonntag 18.30 Uhr Leipzig Mainz.